Protokoll aufgenommen. Bevor wir in die Tagesordnung eintreten, möchte ich gerne noch einmal auf den Vorfall aus der gestrigen Plenarsitzung zu Tagesordnungspunkt 6 zurückkommen. Ich habe den mit transparenten Westen bekleideten Mitgliedern der Piratenfraktion, insgesamt 17 Kolleginnen und Kollegen, wegen unparlamentarischen Verhaltens eine Rüge erteilen müssen. Sie waren nämlich auch nach dreimaliger Aufforderung nicht bereit, ihre Westen abzulegen. Und genau auf diesen Umstand beziehen sich die erteilten Rügen. Ich habe Rügen ausgesprochen, weil das individuelle und das kollektive Verhalten eine unzulässige Demonstration war. In diesem Haus werden aber die politischen Auseinandersetzungen nur in Rede und Gegenrede ausgetragen. Die Mehrheiten sollen durch Argumente gefunden werden, nicht durch öffentlichkeitswirksame Aktionen. Deshalb ist es guter Brauch, hier und in allen anderen Parlamenten, sich in der Debatte auf den Austausch von Argumenten zu konzentrieren und solche Aktionen nicht zuzulassen. Ebenso wenig akzeptabel ist, dass eine dreimalige Aufforderung, die Demonstration zu beenden, nicht beachtet wurde. Das Parlament organisiert seine Abläufe selbst. Damit dies möglichst ausgewogen und unangreifbar geschieht, werden alle Fraktionen an der Aufgabe der Sitzungsleitung beteiligt. Die jeweiligen Sitzungsleiter müssen ihrer Ordnungsfunktion nachkommen, aber auch nachkommen können. Dies ist gestern bewusst und gezielt missachtet worden. Und da es nicht mehr um Unwissenheit, sondern um einen gezielten Regelverstoß ging, waren die Rügen die logische Konsequenz. Auch jetzt möchte ich diesen Vorgang noch einmal mit aller Klarheit verurteilen und meine Missbilligung aussprechen. Das Verhalten gestern wirft allerdings auch die Frage auf, ob die bestehenden Instrumente der Geschäftsordnung ausreichen, auf solche Vorfälle angemessen reagieren zu können. Ich denke, dass die anstehende Beratung zum Abgeordnetengesetz Gelegenheit bietet, sich dieser Frage vertieft zuzuwenden. Mit diesen Bemerkungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, darf ich darauf hinweisen, dass Herr Kollege Dr. Paul nach § 31 unserer Geschäftsordnung darum gebeten hat, dass ihm das Wort erteilt wird für eine Erklärung außerhalb der Tagesordnung. Sie kennen die zeitliche Vorgabe, Herr Kollege, für eine solche Erklärung, die bis zu 3 Minuten dauern darf. Damit erteile ich Ihnen, wie gewünscht, für diese bis zu 3 Minuten das Wort. Bitte sehr. Vielen Dank, verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Zuschauer. Ich möchte, um alle Missverständnisse zu vermeiden, im Vorfeld sagen, ich stehe nicht hier, weil ich irgendwelche Entscheidungen des Präsidiums gestern aus der Sitzungsleitung kritisieren möchte. Ich stehe hier, entspricht auch gar nicht der Geschäftsordnung. Ich stehe hier, um auf einen Punkt aufmerksam zu machen, der uns sehr wichtig ist. Die Ereignisse von gestern zusammengefasst in einem Satz lassen sich etwa so ausdrücken: Die Piratenfraktion hat gestern passend zu einem Tagesordnungspunkt, nicht ganz kollektiv, denn Herr Bayer hatte Schriftführerdienst und Herr Düngel und Herr Marsching waren nicht im Raum, ein bildhaftes Signal ausgesendet. Frau Präsidentin hat heute Morgen noch mal gesagt, die politische Debatte im Plenum ist per Rede und Gegenrede zu führen. Wir sind der Ansicht, dass an dieser Stelle tatsächlich mal gemeinsam und konstruktiv, und wir Piraten bieten uns da an mitzumachen, über unsere Geschäftsordnung nachgedacht werden muss. Denn während der bitte lassen Sie mich ausreden. Während der Plenarsitzung diese Woche hat Frau Kraft, unsere verehrte Frau Ministerpräsidentin, auch ein bildhaftes Signal ausgesendet durch das Hochhalten einer Tortengrafik. Und ich habe das vor einem Jahr, als es um einen schwarz-gelben Antrag zur rot-grünen Steuererhöhungsorgie ging, auch gemacht, indem ich die Vermögensdezile hochgehalten habe. Für den einen Fall gibt es eine Rüge, der andere Fall ist zumindest grenzwertig. Ich möchte einfach nur gemeinsam darum bitten, dass wir wirklich nochmal über unsere Geschäftsordnung konstruktiv nachdenken, und wünsche Ihnen eine kreative und erholsame Sommerpause. Vielen Dank.